Weil so viel Hunger hat er jetzt auch nicht. Aufräumen könnte er danach auch mal. Den kann er nochmal erstmal säubern. Den kann er benutzen. Und ich ahne es, dass er entweder die Toilette versifft oder das Waschbecken zerschießt. Nicht Toilette versiffen, sondern zerschießen oder das Waschbecken, weil ich weiß nicht, ich habe immer so eine Vorahnung. Kann auch Angst sein, ich weiß es nicht. Das. Aber eigentlich müsste ja Gronkh handwerklich begabt sein, irgendwie. Ich weiß nicht, was ich bei ihm eingestellt habe. Aber hat er es jetzt hinter den Mülleimer geschmissen oder im Mülleimer? Das hat man gar nicht so erkennen können. Und bitte, dass es ein Waschbecken heilen. Bitte! Ne? Aber wir sind verliert er den Spaß nicht. Das. Ja gut. Toilette reinigen macht keinen Spaß. Das kenne ich selber. Ach, guck mal, eine goldene Toilette reinigen. Am Ende Schwertschrott schon eine goldene Toilette. Das können sich nur YouTube-Partner leisten. Ja, du bist fertig. Das kann ich verstehen. Ach Mensch, 200 Simoleons. Oh, 300. Och Mensch, Saraza, du bist mir immer sympathischer, Mensch. Saraza hat sein Tagewerk vollbracht. Saraza hat heute 199 Simoleons verdient. Niemand plagt sich gerne mit einem explodierten Soufflé herum, aber du machst dich tapfer an die Arbeit. Deine Kollegen sind restlos beeindruckt und können dich jetzt noch viel besser leiden als vorher. Ach Mensch, schön. Herzlichen Glückwunsch! Die gute Leistung von Saraza hat Ihnen einen Bonus von 300 Simoleons und eine Beförderung eingebracht. Er ist nun Gewürzsammler. Im Punkto Gewürze hast du das Sagen in der Küche. Ein bisschen Paprika, edelsüß, eine Prise Meersalz und eine Messerspitze, Cayennepfeffer, können jedem Gericht das gewisse Etwas verleihen. Im guten wie im schlechten Sinne, im Leben eines Gewürzsammlers kommt es halt immer auf die richtige Würze an. Saraza verdient nur 32 Simoleons in der Stunde und arbeitet von 15 bis 21 Uhr. Schön. So, was macht er denn da jetzt? Der kommt auch, glaube ich, nach Hause gerade. Oh, Energie ist ganz schön runter. Pause. Saraza ist an seinen Arbeitsplatz befördert worden. Er wird sich immer an den stolzen Tag erinnern, als sein Fleiß endlich Anerkennung erhielt. Och Mensch. Sehr gut. Nur er hat Hunger und Energie ist ganz schön. Ach nö. Ach Gronkh, das gibt's doch nicht. Ja, du hast noch genug Energie, den kannst du mal anstopfen. Ach Mensch, dieser Gronkh einfach. Ich reg mich ungern wegen Gronkh auf. Weil ich bin Gronkh-Fan auch. Ne? Aber ja, hier, wenn er Sachen kaputt macht, Herd abfackelt, ja, Essen anbrennen lässt oder ja, einfach Sachen kaputt macht, das kann man halt nicht gutheißen, sowas. Das ist ärgerlich. Hat er einfach mal seine dicke Wurstpelle wieder da in die Schüssel reingestopft und ja, das Resultat, das kennt man ja. Der ist wie die Schlömpel irgendwie, was auch nicht. Weil die Schlömpel, die hat er am laufenden Band auch immer das Klo verstopft. Ist auch wieder ein nettes Gimmick, eigentlich. Dass er genau diese Eigenschaft auch hat. Also so habe ich jetzt den Eindruck aber auch, ne? Also ich. Ach, das kann er schnell. Genau wie die Schlömpel. Schön. Ja, sozial, es geht. Spaß. Da könnt ihr vielleicht noch ein bisschen Fernseh gucken. Ich hoffe, dass er den Fernseher heil lässt. Dabei. Oh.
Strong-Ranger-Schraubenschlüssel und Hammer zur Hand genommen und ein Objekt von der Sorte Toilette repariert. Nie wieder den Schweiß, die Tränen und den Schmerz vergessen, als er sich mit dem Hammer versehentlich auf den Daumen schlug. Ach Mensch. Naja, warten wir erstmal auf Sari. Der müsste auch gleich zu Hause sein. Eigentlich. Oh. Was? Drinks holen. Bis? Wie jetzt? Der soll nach Hause. Kochenfähigkeit verbessern. Ja, das lassen wir mal. So. Etwas im Wert von mindestens 100 Simoleons kaufen. Das lassen wir auch mal. Weil wir haben ja nicht so viel Geld. Im Moment. Obwohl 896. Ja, das sieht schon ganz gut aus. Aber wir haben ja noch Rechnungen gekriegt. Nö. Haben wir nicht gekriegt. Aber es kommt ja noch. So, Sari, was haben wir denn da jetzt? Oh. Ach, gegessen hat er schon. Schön. Hygiene. Spaß. Eigentlich kann er da auch mitgucken. Sender ansehen. Nee, warte mal. Das lassen wir mal. Dann hat er eigentlich ein G-Pod. Warte mal, dann kann Gronk, dann leih ihm doch mal das Kochbuch. Das legen wir mal dahin. Dann kann sich das Sarazar nämlich durchlesen. So. Dann haben alle was von... Ja, ich muss auch mal ein Bücherregal oder sowas holen. Das Geld fehlt. Für alles fehlt Geld jetzt. Ist ein bisschen dämlich. Also kann er seine Kochenfähigkeit verbessern, das ist auch schön. Und ja, das ist schon nett. So, der Gronk, der hat auch Spaß, das ist schön. Energie, das geht. Ach Mensch, schon bald wie um 8, Mensch. Ah, dann muss ich bald mal wieder erstmal eine Aufpause machen, weil ich mir noch ein Erweiterungspack von die Sims 3 holen möchte. Und zwar genau heute. Und was ich auch nachher auch wieder anspielen werde, nachdem ich das natürlich installiert habe. Und dann werden wir vielleicht noch wahrscheinlich die Familie wechseln, auch wenn ich gerne bei den Gronks jetzt spiele auch, weil da halt auch so viel passiert und so und, ne. Aber ich will das, muss die Familie kurz mal wechseln dann, weil ich noch ein bisschen was machen möchte, was ich jetzt noch gar nicht verraten möchte. Und ja, da muss ich halt mal schauen einfach, ne. Oh, der Sari, der muss ins Bett. Ja, ist ja gut, dann geh doch ins Bett, Mensch. Schlafen. Aber nicht auf dem Sofa, bitte. Ist ja gut. Sari, dann geh doch ins Bett und reg dich nicht auf. Der freut sich sogar, wenn er ins Bett geht jetzt. Das ist ja schön. Naja, da baden kann er morgen dann und Spaß kann er morgen auch noch haben. Auf Toilette. Naja. So, was hat der denn da jetzt? Also ich gehe dann nachher auch... Na gut, ein paar Minuten kann er noch machen, denn aber... Den werde ich nachher auch nachher los. Mensch, ich kann ja noch den Dings laden. Ich mache mal kurz Pause, weil ich mich jetzt bewegen muss. Und das Headset, ich will euch das nicht antun, das... Ne? Weil das ein bisschen nervtöten und laut ist. Und für die, die auch mit Kopfhörer hören, es ist unangenehm einfach. Hoch. Mensch. Knopf gedrückt. Nee.
Ja, es ist halt unangenehm und deswegen werde ich das jetzt erstmal kurz pausieren, weil ich noch was aufladen muss. Ne? Gut, bis gleich.